Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Transival 2. Wir stehen hier im Duisburg Hauptbahnhof, einem vollgepackten Duisburg Hauptbahnhof, und fahren heute mit unserem ICE 3. Alles weitere gleich. So rüsten wir erstmal den Zug auf, geben die Türen rechts frei. Jawohl. Geben wir mal die AFB frei. So, einmal ins UD. Wir fahren nach. Wohin fahren wir denn? Nach Dortmund. Wir sind der ICE 512, wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Dann hier hinten zum Schaltschrank. SIFA an. PZB und LZB. Schrank wieder zu. Scheibenlounge machen wir uns noch an. So, wir haben schon Ausfahrt, wir müssen uns sputen. Machen wir uns noch die Beleuchtung an, und zwar im Fahrgastraum. So, dann haben wir soweit eigentlich alles. Spitzensignale sind schon aufgedimmt. Dann machen wir die Türen zu. Jawohl, Türen sind zu. Dann haben wir eigentlich soweit alles, was wir machen müssen. Jawohl, wir gucken uns einen ganz kleinen Augenblick nochmal am Bahnhof um. Also hier stehen wir mit unserer Baureihe 406. Hier vorne steht ein Intercity. Wunderschön. Dann haben wir hier noch eine Baureihe 112. Und da vorne steht noch ein Hector Rail Taurus. Balboa. So, so viel dazu. Lösen wir die Bremsen. AFB erstmal auf 40 hoch. Und wir beschleunigen. Stellen wir uns mal hier vorne zum Signal hin. Parallelausfahrt. So, dann gehen wir hoch mit der AFB auf 100, die wir jetzt schon fahren dürfen, und gucken mal, wann wir den Kollegen da vorne wieder einholen werden. So, das Szenario ist aus dem Railsim Forum und stammt von Taskplace. Der Download-Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Darf dann ab hier gefahren werden. Wir halten nicht in Mülheim Hauptbahnhof. Ja, so, der Kollege muss jetzt warten. Tatsächlich heute noch auf diesem Streckenabschnitt selbst gefahren. So, da kommt uns eine Baureihe 101 entgegen. Sehr schön. Also hier ist ordentlich was los. Ich habe zwischendurch mal geguckt, wie das Szenario aufgebaut ist. Hier ist verdammt viel KI-Verkehr mit verbaut.
Das liegt halt auch daran, dass hier noch zusätzlich eine Mod zum Einsatz kommt, die noch zusätzliche Tunnelportale, beziehungsweise einfach zusätzliche Portale mit ins Spiel bringt, sodass man Züge in seinen Szenarien einfach verschwinden lassen kann in Portalen und sie somit nicht mehr die Strecke blockieren und auch nicht mehr die Performance auffressen. Was schon eine ziemlich coole Mod ist. Dementsprechend ist halt hier auch sehr viel KI-Verkehr verbaut. Ihr habt es ja schon gesehen, in Duisburg Hauptbahnhof stand ja schon sehr viel. Und ich gehe mal davon aus, dass es in Essen dann nicht anders sein wird und in Bochum. So, hier links, da links irgendwo geht dann, glaube ich, die Strecke Richtung Oberhausen. Wobei, ich glaube, wir sind noch nicht an der Gabelung. Hier könnte das, sich das gabeln. Beziehungsweise hier teilen sich, glaube ich, die Strecken dann auf. Nee, das war schon viel früher. Wir sind ja hier jetzt schon in Mülheim. Mal runter. Auf die 110 nämlich. Wir dürfen nämlich durch Müll am Hauptbahnhof nur mit 110 km/h fahren. Ab hier. Und ab hier dann wieder 130. Ja, also die Gebäude hier sind nicht ganz so realistisch. Hier steht eigentlich was anderes. Ein bisschen schade. Eigentlich ein ziemliches Landmark an der Stelle, aber gut, was soll's. So, 140. 40, nee, 130. Und wir beschleunigen wieder. Irgendwo hier so in der Nähe von, sagen wir mal, dieser Ortschaft, wo wir gerade sind. Ich werde nicht genau sagen, wo, aber irgendwo hier in der Nähe befindet sich tatsächlich ein Lost Place. Falls es jemand kennt, was ich zwar nicht glaube, aber. So, AFB auf die 160 hoch. Und langsam wieder Leistung aufschalten. Gehen wir mal auf 40. Prozent. Ah, gehen wir noch ein bisschen höher. Ist ja gutes Wetter.
So, dann sind wir auch gleich schon dann in Essen Hauptbahnhof angekommen. Auf den Gleisen rechts verkehren in der Regel die S-Bahnen und auch Regionalbahnen. Auch der RE42 fährt hier rechts. Jetzt fahren wir gleich an Essen-Frohnhausen vorbei. Von unten hinzu kommen praktisch jetzt die Gleise aus Essen-Borbeck, aus der Strecke von Essen-Borbeck heraus, hier noch mit dazu. Da fährt die S9 und der RE14 entlang. Die haben wir natürlich leider hier im Spiel nicht mit drin. So, also hier ist Essen West. Da vorne sieht man den Fernsehturm von Essen, da jetzt hier sich im Hintergrund erstrecken. Wir können langsam schon mal reinbremsen. Hier ist das S-Bahn-Betriebs... Oh Gott. Das habe ich nicht gesehen. Habe ich irgendwas übersehen? Okay. Ich wüsste zwar nicht, was ich übersehen haben sollte, aber... Also hier stehen in der Regel ziemlich viele Züge. 422er stehen hier, Flirt 3 Züge, die Züge der Nordwestbahn stehen hier. Ups. Okay, das war vermeidbar. Da habe ich natürlich das Signal hier jetzt nicht bestätigt. Gut, das geht auf meine Kappe, definitiv. So, wieder auf 0 runter. So, da vorne steht die RB33. Da fährt noch eine S6 vielleicht in Gleis 12 rein. Doch eine S9. Ne, Moment, da steht die S6, die steht hier. Das ist vielleicht die S9 oder die S3. So, dann halten wir hier an der H-Tafel. Thank you.
und Türen auf. So, unser Repaint hier, der Regenbogen-ICE. Das ist Triebzug 304. Schön, oder? So. So, was mit der S6 hier vorne? Die steht hier noch ein bisschen. Die fährt dann hier rechts. Ich zeig's mal ganz kurz. Die S6 fährt dann genau hier rechts runter. Also hier auf diesem Gleis steht häufig, oder auf diesem hier steht häufig so ein Baufahrzeug von der Bahn oder von irgendeinem privaten Bahnunternehmen, ich weiß nicht von welchem. Und hier geht es dann runter nach Essen, Essen Süd. Also das fährt dann die nächste Haltestelle, Essen Süd. Gut, die Gleise gehen da hinten nicht mehr wirklich weiter. So, zurück in den Führerstand, Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. So, unser nächster und letzter Halt heute ist dann auch Bochum. Da haben wir Feierabend. Ein Kollege nimmt dann noch den allerletzten Halt mit, nämlich Dortmund. Also ich habe nicht zu viel versprochen, hier ist sehr viel los, sehr, sehr viel los. Also mehr als bei so einem Standard-Szenario, was man sich erstellen kann mit dem Szenario-Designer. So, ab hier dürfen wir dann 130 fahren. Dann nehmen wir mal die Leistung raus. AFP hoch auf die besagten 130. Und Leistung langsam wieder aufschalten. Und ab hier weiterhin 130. Und ab hier gelten dann 150. Also Leistung raus. AFB hoch. Und Leistung wieder rein.
Das war eine 146. Die habe ich mal ausgetauscht mit der Dresden-Riesa 146. Achso, genau, ich habe ein bisschen was an dem Szenario verändert, also so ein paar Repaints. Einzelne Züge habe ich noch geändert, aber im Großen und Ganzen ist dieses Szenario nahezu das Originale und es ist wirklich super gemacht. Der Download-Link zu dem Repaint hier gibt es auch in der Videobeschreibung. So, jetzt fahren wir 0. Ich wusste gar nicht, dass der ICE auch dieses Problem hat. Hallo? So, jetzt geht's wieder. Man muss ein bisschen mit der AFB rumspielen. Bisher war mir das jetzt nur bekannt aus der 185.5 aus Dresden-Riesa. Ach, wir dürfen 160 fahren. Nicht mehr. Okay. Ja, lassen wir das unkommentiert. Oh, wir dürfen doch wieder 160 fahren. Irgendwas ist hier mit diesen Geschwindigkeitsankündigungen auf der Strecke nicht ganz korrekt, ne? Oh, wir sind so schnell. Ah, yeah. Gut, da waren wir ein bisschen zu schnell am 500er, deshalb die Notbremsung. Gut, kommt das gleich hinaus. Okay, wir können nicht weiter. Abgelehnt. Okay. Okay. Warum? Weil da ein Zug steht. Okay. Schön, wie hier das die Pflanzen vor sich her zittern.
Da steht. Also du wartest sicherlich auf Einfahrt, weil du in dieses oder jenes Gleis rein möchtest. Und auf beiden steht ein Zug. Guck mal, der hier hat doch jetzt hier, der kann doch schon fahren. So, der Kollege hat ein Problem, weil auf seinem Gleis jemand steht. Nämlich der Intercity da vorne. Aber ich glaube, der Intercity fährt gerade los, ne? Ja. Ja, sehr gut. Dann dürfte sich der ICE hier bald in Gang setzen. Okay. Bestellung. Bestellung. Dann wandern wir ein bisschen mal durch den Zug. Ach, mein Lieblingswagen. So dunkel. Hallo, ach. Hallo? Leider alles zu hier. Toiletten sind abgeschlossen. Auch schön, hier zu sitzen. Ah ja, das macht echt Spaß im ICE. Hier noch so ein bisschen Gepäck und so, das wäre auch nicht schlecht. Und vielleicht gibt es irgendwann mal den Zeitpunkt, wo auch diese Bildschirme funktionieren. Das tun sie ja schon im Intercity. Vielleicht kommt das ja dann irgendwann noch für den ICE. Ja. Bei diesem Display ja auch. Was hat mich gerade aufgehalten? So, wir dürfen fahren. AFB. 500er ist an, also erstmal nur mit VMAX 25. So.
Dann dürfen wir jetzt auf die 80 hoch. Und haben da vorne wieder halt zu erwarten. Das wird natürlich bestätigt. Da kommt uns, glaube ich, ein ICE entgegen, oder? So. Dann sind wir jetzt in Bochum Hauptbahnhof angekommen, wo unser Video auch heute endet. Bringen wir noch den Zug zum Halten. Ich würde sagen, wir lassen ihn am Signal halten und nicht hier vorne. Ist ja sinnfrei. Kurz alle aufgeweckt. Alle, die ganzen Fahrgäste, die am Bahnsteig. Die Massen, die sich hier niedertrampeln. So, und dann halten hier vorne bündig am Bahnsteigsdach an. Bild verabschiede ich mich. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.